So, ein wunderschönen, ja, herzlich willkommen zurück zu Heretic. Zu Heretic, Episode 1, Map 6. I think so. Ja. EFX enabled, was soll man da bedeuten? So, stand da gerade, keine Ahnung. So, Map Nummer 26.573. Ah, das ist der gelbe Key, das schon meiner. Okay. Oh. Kommt da schon der erste Gegner? Da kommen schon direkt alle Gegner hier. Was war das denn gerade? Oh, stimmt, ich hab gar kein volles Leben. Hab ich ja letzte Map schon verpennt. Oh. Und so viele hier. Was? Oh. Nicht gut. Lol, das war einfach. Durch den Rückstoß habe ich ihn immer wieder in meine Flugbahn geschossen. Das war gerade irgendwie ein bisschen geil. Okay, wir haben also quasi direkt am Anfang direkt den gelben Key bekommen. Direkt am Anfang direkt den gelben Key. Claro, Ronny. Schon mal was von Grammatik gehört? Ja, gerne. So, mehr gab es hier erstmal nicht, oder? Wie Secrets oder so? Nee, ne? Nope. Gut, in die Richtung war auch nichts. Dann geht es jetzt also nach unten tatsächlich. Also da weiter. Speichern wir mal. Draußen wird es gerade immer heller. Ich sehe gerade immer weniger auf dem Bildschirm, obwohl es eigentlich ein heller Raum ist. So, erstmal alle Pfeile anlocken. So, jetzt kann ich nämlich hier schön wieder oben in Position gehen und von hier oben aus alles. Ist echt eine geile Schießposition hier oben. Ja. Fühle ich gerade wie auf so einem Verteidigungsturm, wo man einfach so überall so anwenden kann. Einfach alles so wegballern kann. Macht voll nice. Ups, runtergefallen. Scheiß Schwerkraft! So, das heißt, oh, da ist ja noch einer. Hör mal dieses Fliedervieh hier. Nö, die mache ich ja schön. Wir sind hier in Erinnerung. Da arbeitet wieder Protokoll. Schön hier oben. Na komm, trappt an. Bei dem Spiel ist das Gleiche. Einer hat zwei gebraucht, der andere habe ich mit einem Treffer weggemacht, obwohl er weiter weg war. Das ist so random. Kann es sein, dass das hier nicht nur davon abhängt, ob man trifft oder nicht, sondern zusätzlich auch noch einfach so ein Zufallswert mit einfließt in die Schadensberechnung oder so. Ich habe keine Ahnung, wie kommt das gerade so vor. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich meine, klar, ab und zu werden wir von Gegnern überrannt, aber ich glaube, wir hätten echt die erste Episode locker mit der Schwierigkeitsstufe höher spielen können oder sogar zwei. Das ist ja sowas von einfach. Also zumindest jetzt die Maps, die wir bisher gespielt haben. Oder ich habe einfach durch Doom. Warum? Die nehme ich nicht oder reagieren die einfach nur nicht? Oder ich habe einfach schon durch Doom zu viel praktische Erfahrung. Muss ich einmal angegriffen, da hinten ist doch noch so ein rotes Viech. Ich sehe Kindergeburtstag.
Bin ich jetzt echt durch Doom so ein Overkiller geworden oder ist das hier einfach Ich meine, man muss auch dazu sagen, es ist für den Entwickler des Spiels echt ein Kraftakt, die richtige Balance zu finden. Weil zum einen will man es natürlich den Leuten recht machen, die in einen Laden gehen, noch nie ein Spiel gespielt haben und dann im Laden das Spiel Heretic sehen und denken, wow, das möchte ich zu Hause spielen. Dann kaufen und zum ersten Mal so ein Spiel spielen. Für die muss es also relativ leicht sein, der Einstieg. Und zum anderen gibt es ja noch die Leute wie ich, die spielen Doom und sehen in der Zeitung, wow, Doom-Nachfolger, Heretic ist draußen, Nigga, was geht? Dann in Laden sagen, wow, muss ich haben? Hör damit. Und die haben natürlich halt durch Doom schon Erfahrung. Das heißt, man muss sich als Spieleentwickler irgendwie so zwischen diesen zwei Seiten balancieren, ein Spiel zu entwickeln, was halt zum einen Leute spielen können, die noch nie ein Spiel davor in die Richtung gespielt haben, und zum anderen für die Spieler, die das Spiel halt als Nachfolger von einem anderen Spiel bereits mit ein bisschen Vorerfahrung spielen und dementsprechend, so wie ich, halt schon ein bisschen Geschick haben. Und für die ist das vielleicht jetzt halt ein Kindergeburtstag. Aber ich kann mir halt vorstellen, für jemanden, der noch nie irgendwie was in die Richtung gespielt hat, der sieht das hier definitiv anders. Von daher ist es halt hier natürlich immer so eine Sache. Hab's Treffen verlernt, einfach mal so. Okay, ich glaube, wir haben ja alles. Alles, was irgendwie in irgendeiner Art modern ist. Da hinten war noch einer, habe ich gerade gesehen. Da ist ein Schalter. Oh. Ja, stirb halt. So, die da oben alle dich auch gleich mal. Warum fliegen die immer zu mir, wenn die explodieren? Was ist denn los mit denen? Was haben die getrunken? Was haben die gesoffen? Na komm. Noch ein Schalter, sehr interessant. Ach, das ist ein Schalter, den ich immer wieder drücken muss. Okay. Mal gucken, wie viel ist. Die wahrscheinlich auch. Ja. Gut, das heißt, ich fange dann mit dem da an. Mal gucken, ob wir noch mehr Schalter sind irgendwo. Damit wir zumindest mal ein bisschen so einen Überblick haben, wo überall schaltbare Gegenstände sind und wo nicht. Also da ist einer. Und da. Gut, okay. Da gibt es also bloß die zwei. Geht ja mit der Übersichtlichkeit. Hallo. Hallo. Ganz schön scheiße dunkel hier. So, das war's jetzt oder was? Oh. Nee, den Raum gehe ich lieber noch nicht rein, den gehe ich doch erstmal in den anderen Raum rein. Dann haben wir die hier abgeschlossen. Das sieht mir da so aus, wie als wenn es da. Ach! Ah, lol. Das sieht mir dann noch so aus, wie als wenn es da in einen komplett neuen Bereich reingeht. Das war's. Okay, ich hatte mir doch ein bisschen mehr erhofft. Na gut, gehen wir halt doch hier rein. Mir doch egal. So, was du willst, Arschloch. Ich denke nicht, wer du bist hier, hä? Hab grad noch einen gehört. Komm, zeig dich. Normalerweise stört ihr doch nur rum, wenn die bereits mich am Verfolgen sind. Na gut, ich geh mal rein. Das war klar. Oh nein, nicht diese. Ich seh nichts mehr.
Alter, ich kann bloß danach gehen, nach den Silhouetten, die ich im Fenster immer sehe. Ach, da ist einer im Fenster. Ja, da ist einer im Fenster, ich glaube das nicht. Ja, da ist einer im Fenster. Vor allem die Frage ist, wo geht das hier für mich weiter? Ah! Oh. Das war nicht gut. Wo ist denn jetzt der Vogel hin? Er hat doch einen Vogel. Ah, da ist er ja. Wo geht es jetzt hier weiter? Okay, hier ist auf dem Schmarrn. Ah, okay, verstehe. Hier gibt es also eine sogenannte Geheimtür. Ah. Und ein Secret im Secret. Ah, lol. Wie komme ich da hin? Da komme ich. Achso, wahrscheinlich später hin. Ich muss ja auch aufpassen auf irgendwelche Schalter, die ich übersehe. Das wäre mal ganz tragisch. So, zuallererst gehen wir mal hier in diesen Teleporter rein. Ach wow, wir haben wieder am Anfang teleportiert. Echt, das ist doch genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Du Gott, verdammt. Okay. Das heißt, das bringt jetzt erstmal gar nichts, weil hier ist kein Schalter, kein Nichts, kein Nichts. Gut, dann gehen wir mal nach links. Das ist ja keine Tür, der geht einfach so durch. Ich seh nichts. Alter, wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn für ein, ja, weiß nicht was. Aber ja, gibt's ja auch gar nicht. Ah, nett. Na gut, dann geh ich jetzt nochmal hier rein. So, da ist wie viel. Da ist eine weiße Linie, also da geht es auf jeden Fall rein. The question ist nur wie. Drauf springen geht auch nicht. Ja, mach mal, geht's gar nicht, ja. Ah! Ich muss also wieder lang. Oh, wo bin ich jetzt hier gelandet? Nein, ich stufe schon wieder. Alter. Doch, sie ist aber heftig. Ich wechsle mal zur Minigun hier. Alter! Ich sag's jetzt echt zu hell für das Spiel. Da siehst du ja gar nichts. Junge! Bist du denn des Wahnsinns? Komm, ich mach jetzt hier mit der guten alten Handverkloppung kaputt. Hatte zwar nichts mit der Handverkloppung zu tun, aber ist mir sowas von egal.
So, wenigstens gibt es hier für Munition hier. So, da war eine Tür, wo wir raus konnten. Ach nee, da hätten wir noch eine Tür. Okay, das heißt also, hier kann ich raus. Und da gibt es noch einmal Unsterblichkeit. Also, hier. Ja doch, Unsterblichkeit. So, aber zuerst gehe ich mal hier lang. Und am besten, weil es Unsterblichkeit gibt, nehme ich am besten mal Unsterblichkeit in die Hand. Hier ist ein Ei. Ah, du ein Ei auf dem Kopf? Ach, dann sind wir wieder am Anfang. Ach, und es geht wieder zurück. Ist ja langweilig. Gut, dann gehen wir mal doch da vorne lang. Okay. Die Treppe ist immer noch zu. Ach, die geht's hoch. Na, schau mal einer an. Aber hier ist nichts drin. Muss sie das verstehen oder eher nicht so? Okay. Jetzt komme ich mir gerade vor, wie bei Hexen, wo die Rätsel schlimmer sind als die Monster selber, also als die eigentlichen Gegner. Nee, das bringt mir hier gar nichts. Ich hätte eigentlich schwören können, dass es hier, auf oder runter geht. Oder so. Ach, ich war hier noch gar nicht drin. Wow, ich muss erstmal hier reingehen. Okay, da komme ich nicht hoch. Wow. Bist du denn des Wahnsinns? Ah, und der Sekunde Key. Sehr schön. Auch wenn der grüne Key, also das hier aussieht wie eine Treppe. Aber was mache ich denn hier? Schieße hier rum wie so ein Club da. Na, siehst du, kann damit gar nicht anfangen. Gibt's hier noch irgendwas Grünes, was ich trinken könnte? Okay, da hinten, also hier unten ist auf jeden Fall auch noch was. Mal gucken, ob ich da ankomme irgendwie. Das Ding ist ja hier für den an. Aber für hier hinten. Frage. Nee. Klappe. Wie kriege ich die Treppe runter? Gehen wir nochmal nach hier oben. Das wird gerade ultra warm. So. Was? So, das war das Ding hier gerade. Ja. Kann es sein, dass ich hier noch irgendwas machen muss? Wow. Weil es eigentlich keine Secret, sondern eigentlich eher sowas wie Schalter. Noch eher weniger. Oh, das ist ein. Achso, nee, das war der Teleporter, durch den wir gerade genau hier hinten waren. Yes, sag mal. Schalter. Da irgendwo. Sieht man auf der Map ein bisschen.
da wo ich das hinzeige, da ist ein Schalter. Und an dem müssen wir ran. Das heißt, wir müssen uns von irgendwo dahin teleportieren lassen. Nur leider habe ich keinen Plan, wo das sein könnte. Da geht es auch vorhin. Ja, fahre mal. Guck mal, hier unten noch rein oder so. Oh Gott. Schon wieder so eine Map, wo man gucken muss, wo man lang muss. Ich will doch nur hier hoch, sag mal. Wo hat uns der noch mal hingeführt? Achso, zum Anfang, wow. Alter Schwede. Also die Map ist gut übersichtlich, aber leider das, was wir suchen, ist nirgendwo auffindbar. Das gibt es doch gar nicht. Ich gehe halt davon aus, dass wir hier noch was machen müssten. Die Frage ist halt, was? Ernsthaft jetzt? Achso. Komm, das ist die Tür. Wäre auch so schön gewesen, wenn ich auf Anhieb mal einen Weg gefunden hätte. Weil die Sache ist, bei dem anderen, da hatten wir es aktiviert, weil wir hier über so ein Ding drüber gesprungen sind. Aber hier kann ich nicht auf hier rüber springen. Probier's mal ganz kurz. Hier passiert doch gar nichts. Na gut. Hätte mal was passieren können. Arschloch. Es war darum, genau, es war hier der Durchgang. Hat sich teleportiert, gleich durch hier. Das kannst du doch nicht springen, das ist ja hier los. Hier ist auch den Schalter. Boah, leg mich doch mal. Nicht das, was ich gehofft hatte. Sag mal. Wir finden zwar gerade immer mehr Secrets, aber nicht das, wo wir eigentlich weiter müssen. Das kann doch nicht sein, ich weiß nicht, hier gerade irgendwas Grundlegendes oder bin ich einfach nur grundlegend dumm?
Okay, wir haben zumindest eine All-Map. Vielleicht sehe ich damit einen Weg, den ich noch nicht gesehen hatte. Ich sehe sogar mehrere Sachen. Gut, das hinten können wir alles nicht ran. Aber was ich zum Beispiel sehe, ist, dass da keine Verbindung ist. Wo bin ich jetzt gerade? Da. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz zu dieser kleinen Verbindung. Da. Ah, na schau mal einer an. Er war eine Fahrt. Das heißt, hier teleportiere ich mich nicht hin, sondern ich teleportiere mich hier irgendwo hin. Ah, wow. Ich verstehe. Zum Glück haben wir die All-Map gefunden. Also werden wir hier wahrscheinlich nie aus dem Portal kommen. Ja, Treppe ist unten. Wow. Ich sag's ja immer, diese Maps, wo das Suchen des Weges schwieriger ist als die Gegner. So, hier ist auch noch ein Teleporter. Achso, der schickt mich wieder hier hin. Oh, komm ich nicht zurück. Oh, achso, Flashguns. Wo ist hier lang? Ich will nur nach Hause. Komm ich hier gar nicht nach Hause oder was? Nee, komm ich nicht. Jetzt nochmal mein Ticket. Gut, heißt also den Teleporter schon mal nicht nehmen. Wow, 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 wow. Haha. Nicht getroffen, bitch. Please. Der Schalter hat jetzt was genau gemacht. Okay, ist auf jeden Fall ein permanenter Schalter. Wo geht's denn hier hin? Ha, wie wir zu keinem Ort, wo wir normal hin können. Aus dem Secret Exit kann das sein? Aber es gibt auch noch eine Secret Map. So, jetzt mal True Story. Was hat der Schalter jetzt gemacht? Vor allem, wo ist das Ziel? Wo müssen wir hin? Ah! Ich denke, ich habe das Ziel gefunden. Gut, dann ist das andere tatsächlich ein Secret Exit. Die Frage ist, wollen wir jetzt echt versuchen, irgendwie reinzukommen? Weil ich wüsste nicht, wie wir da reinkommen. Weil die Wand habe ich ja bereits probiert, da kommen wir nicht rein. Ich kann jetzt nochmal langlaufen, vielleicht hat sich das Ding mittlerweile geöffnet. Ansonsten sehe ich da eher schwarz bis dunkelgrau. So, gucken wir nochmal nach. Ja, okay, hat sich jetzt geöffnet, wie es sich geöffnet hat. Oh Gott. Die Frage, wollen wir hier wirklich lang? Aber Secret Access sind ja immer so eine Sache, ne? Kann man machen, sollte man aber nicht. Ach da. Ach, die wird auch. Ah, ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Oh, ich sterbe gleich. Wir machen es einfach mal. Ich hoffe, wir werden hierbei nicht gegrillt. Ja, E1M9 ist Secret Map. Was auch Sinn macht, weil es jetzt ja keine zwei Exits gegeben. Vor allem, die Map ist so dunkel. Da sehen wir doch wieder nichts. Halleluja.
Na gut, dann werden, dann sehen wir uns also dann. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das mit der Nummerierung mache. Ich glaube, ich schiebe einfach alles nach hinten. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ja. Ist jetzt einfach so, wie es original ist. Müsst halt einfach wissen, beim Folgen gucken werdet ihr sehen, welche Reihenfolge ich hochgeladen habe. Das heißt, jetzt kommt nicht E1M7, sondern E1M9. Wegen weil Secret Map. Oder einfach in der Reihenfolge gucken, wie ich es hochlade. Ne? Dann habt ihr das auch. Schon mit V. Oder auch nicht. Ach, schon wieder die Festplatte-Taste hier. So, jetzt aber. Tschüss.